sollte mit Darat rein, wenn ich so eine Rede oder so ähnliche in nächster Zeit hier in Darat. Die noch nicht gehaltene Rede im österreichischen Nationalrat. Sehr geehrte Damen und Herren im Nationalrat, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Wir in der österreichischen Regierung haben in den letzten Jahren einiges verzapft. Wir haben die Verfassung bei diversen Verträgen etwas außer Acht gelassen und nicht zu sagen mit Füßen getreten. Der EU-Beitritt hat mehr oder weniger schleichend einige Punkte der Verfassung praktisch wirkungslos gemacht. Über das hätten wir Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, aufklären sollen. Ich habe einige der in meinen Augen wichtigsten Punkte zusammengeschrieben. Ich werde Ihnen Punkt für Punkt aufzählen, was sich aufgrund unseres Verhaltens, sagen wir vorsichtig ausgedrückt, geändert hat. Wir nehmen jetzt einige Punkte der österreichischen Verfassung hier, deren Zutreffen angezweifelt werden kann. Wir beginnen mit Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Durch gewisse Lobbyistenaktivitäten geht das Recht im Moment eher von Konzernen und von Banken aus. Auch dass der österreichische Staat Schulden bei Privatbanken hat, ist etwas gegen diesen Artikel. Denn diese Privatbanken können nun gewisse Forderungen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen werde, stellen. Auch ist Brüssel ein nicht zu vernachlässigender Gesetzgeber, der nicht im Interesse der Menschen in Österreich, der sogar in der ganzen EU handelt, sondern eher im Interesse der Konzerne und der Wirtschaft. Der Begriff Wirtschaft, damit Sie wissen, was ich unter diesem Begriff verstehe. Ich meine nicht, wie man aufgrund der Wortbedeutung glauben könnte, das Interesse der Menschen. Ich meine nicht jeden Wirten, der schafft. Ich meine nicht, dass die Wirtschaft aus den Menschen besteht, die in einem Wirtschaftsraum leben. Mit Wirtschaft meine ich Konzerninteressen, Förderung und Instandhaltung des krankhaften Wachstumszwangs. Ich meine Interessen von Banken. Artikel 5. Absatz 1. Hauptstadt und Sitz der obersten Organe des Bundes ist Wien. Absatz 2. Für die außergewöhnlichen Verhältnisse kann der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung den Sitz der obersten Organe des Bundes in einen anderen Teil des Bundesgebietes verlegen. Bundeshauptstadt ist nach wie vor Wien, aber die obersten Organe sitzen in Brüssel. Der zweite Absatz sagt aus, dass der Bundespräsident den Sitz in einen anderen Teil des Bundes verlegen kann. Erstens ist mir nicht bekannt, dass einer unserer Präsidenten den Sitz der obersten Organe nach Brüssel verlegt hätte. Zweitens ist mir nicht bekannt, dass Brüssel in Österreich liegt und bei historischer Betrachtung je in Österreich gelegen hat. Artikel 8, Absatz 1. Die deutsche Sprache ist unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte die Staatssprache der Republik. Absatz 2. Die Republik, Bund, Länder und Gemeinden bekennt sich zu ihrer gewachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volksgruppen zum Ausdruck kommt. Sprache und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgruppen sind zu achten, zu sichern und zu fördern. Wie ich sehe, ist das nicht mehr ganz der Fall, da sehr viele, sagen wir mal, nicht deutsche Begriffe und Titel verwendet werden, denn wir haben eine E-Card und keine E-Karte, wir haben einen Master und keinen Magister, wir haben einen Bachelor und keine Ahnung, dieser Titel ist völlig neu und mehr oder weniger vollkommen unnötig. Wobei gegen Master habe ich persönlich nichts, aber es ist keinesfalls ein akademischer Titel, eher ein praktischer Titel, ein Titel einer Berufsgruppe, die ohne Studium an einer Universität auskommt, wie zum Beispiel in Bäcker Master, Fleischer Master und Tischler Master vorkommen. Natürlich, auch Magister ist kein deutsches Wort, aber durch, sagen wir mal, die langjährige Eindeutschung dieses Begriffes hat er doch für alle Österreicherinnen und Österreicher eine gewisse Aussagekraft. Auch dieses jetzt neue Binnen-I ist eine Vergewaltigung der deutschen Sprache. In der deutschen Sprache, die ich gelernt habe, gibt es keine Großbuchstaben mitten im Wort, außer in Abkürzungen vielleicht. Auch habe ich einen grammatikalisch zwar männlichen, aber von der Bedeutung her allgemeinen Plural als Plural für Männer und Frauen gemeinsam gelernt. Natürlich kann man sagen, man sollte die weiblichen Formen stärker betonen. Okay, da habe ich nichts dagegen. Aber dann nicht, bitte nicht mit einem Binnen-I. Ist es zu viel verlangt oder fehlt uns die Zeit, dass wir zwei Wörter mehr sagen oder schreiben? Bei meinen Gesprächen auch und vor allem mit dem weiblichen Teil der Bevölkerung hat sich oft eine ähnliche Einstellung zu dieser Thematik herausgestellt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, auch hier geht das Recht nicht zum Volke aus. Dann haben sich die Österreicherinnen und Österreicher aktiv für einen solch drastischen Einschnitt in ihrer deutschen Sprache entschieden. Mir ist keine Volksbefragung, Volksbegehren oder Volksabstimmung zu dieser Thematik bekannt. Eher ein oben darüber stülpen von der Regierung ist der Fall. Hier könnte man noch weitere Beispiele anführen, wo durch unreflektiertes Verhalten einige deutsche oder Fremdwörter, die einen gewissen deutschen Charakter durch langjähriges Verwenden dieses Wortes von der allgemeinen Bevölkerung erworben haben, aufführen. Das würde jedoch zu weit führen.
Ich meine nicht, dass wir ein verkrampftes Deutschtum einführen sollen und dass wir verkrampft alle Begriffe Deutsch belegen sollten. Ich meine, die Veränderung der Sprache sollte von den Menschen ausgehen, nicht von irgendwelchen übergestülpten Organen. Ich meine, auch hier ist mein Standpunkt klar. Artikel 8a Absatz 1. Die Farben der Republik Österreich sind rot, weiß, rot. Die Flagge besteht aus drei gleichbreiten waagerechten Streifen, von denen der mittlere weiß, der obere und der untere rot sind. Ich hätte gesagt, im Moment haben wir eine blaue Flagge mit einem Ring aus gelben Sternen. Anders gesagt, unsere Farben sind blau und gelb, wie unsere Landesfürstin Niederösterreich sicher gern bestätigt. Zu diesem Ring aus gelben Sternen hat Herr Tolkien vortrefflich Folgendes formuliert: Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Artikel 9 Absatz 1. Die allgemeinen anerkannten Regeln des Völkerrechts gelten als Bestandteile des Bundesrechts. Man könnte hier ohne größere Probleme mehrere Punkte aufzählen, aber ich werde nur kurz einen einzelnen Artikel des Völkerrechts herausnehmen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Den des Selbstbestimmungsrechts aller Völker. Ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wenn über die Köpfe der Nationen in Europa hinweg viele Verträge und Abkommen geschlossen werden, das heißt ohne Volksabstimmung in Österreich, oder in anderen Ländern, mit einigen wenigen, aber man kann sicher sagen, seltenen Ausnahmen. Vertrag von Lissabon, Freihandelsabkommen mit den USA, sowie selbiges mit Kanada. Der ESM ist auch verfassungs- und vor allem sittenwidrig. Dann dürfen die Staatsbürger keine Verträge schließen, die außerhalb jeder Gerichtsbarkeit sind. So darf auch die Regierung so etwas nicht machen. Verfassungswidrig ist der ESM, weil er gegen die Budgethoheit Österreichs verstößt. Um dieses Thema nur kurz anzuschneiden. Artikel 9a Absatz 1. Österreich bekennt sich zur umfassenden Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, die Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesgebietes zu bewahren, insbesondere die Aufrechterhaltung und Verteidigung der immerwährenden Neutralität. Hierbei sind auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihre Handlungsfähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten der Einwohner vor gewaltsamen Angriffen von außen zu schützen und zu verteidigen. Absatz 2. Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die geistige, die zivile und die wirtschaftliche Landesverteidigung. Absatz 3. Jeder männliche Staatsbürger ist wehrpflichtig. Staatsbürgerinnen können freiwillig ihren Dienst im Bundeswehr als Soldatinnen leisten und haben das Recht, diesen Dienst zu beenden. Wer die Erfüllung der Wehrpflicht aus Gewissensgründen verweigert und hiervon befreit wird, hat die Pflicht, einen Ersatzdienst, Zivildienst zu leisten. Ein gutes Stück österreichischer Identität ist etwas aufgeweicht und nicht zu sagen, wird völlig ad absurdum geführt. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die in unserer Verfassung verankerte Neutralität durch die Politik in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, etwas in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Unsere Neutralität besteht aus einigen Zeilen in unserer Verfassung. Papier ist geduldig, unsere Neutralität ist eine Farce. Wir sind de facto nicht mehr neutral und waren es seit dem EU-Beitritt nicht mehr. So. Wirtschaftliche Landesverteidigung wäre uns vor dem Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada zu schützen. Auch ein Schutz vor dem ESM wäre angebracht gewesen. Die umfassende Landesverteidigung sollte solche Fehler, die von uns als Regierung gemacht wurden, verhindern. Aber wenn der Nationalrat sich selbst kontrolliert, hätte auch jemand von Anfang an sagen können, das wird nicht funktionieren. So könnte man jedem Unternehmen selbst die Auflage machen, es müsse sich selbst kontrollieren, im Bereich der Steuerprüfung oder im Bereich der Umweltschutzauflagen. Das würde zu ähnlichen Effekten führen, die man aber bereits derzeit in der globalen Wirtschaft sehr gut beobachten kann. Wirtschaftliche Landesverteidigung wird seit langen Jahren von uns als Regierung nicht mehr praktiziert. Zur geistigen Landesverteidigung gehört auch, uns vor imperialistischer westlicher Propaganda zu schützen, nicht sie zu verbreiten. Geistige Landesverteidigung heißt, die Österreicherinnen und Österreicher nicht mit Desinformation zu verwirren und zu verunsichern, sondern mit Informationen einen klaren Kopf zu erhalten und zu unterstützen. Geistige Landesverteidigung gibt es schon lange nicht mehr im Regierungsprogramm. Ich habe hier einige Punkte aufgezählt, mit der wahrscheinlich sämtliche politischen Parteien, die im Moment aktiv sind, als verfassungswidrig erklärt werden könnten und in weiterer Folge zu verbieten wären. Um uns diese Prozesse zu ersparen, treten wir als Regierungsparteien zurück und überlassen das Recht, wie unserer hochgelobten Verfassung steht, dem Volke. Österreich ist erlöst von der Macht der Lobbyisten, Österreich ist erlöst von der Unfähigkeit der Politiker, Österreich ist erlöst von der Geißel der Banken, Österreich ist frei. Ja! Österreich ist frei.